Liebe Geschwister, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, den Imam Ahmad aufgezeichnet hat, den Ibn Kathir auch aufführt in seinem Koran-Kommentar. Er sagte: Ich bin das erfüllte Bittgebet meines Vaters Ibrahim alaihi salam und ich bin die frohe Botschaft, die Isa, die Jesus verkündete. Welches Bittgebet ist gemeint? Dieses Bittgebet, liebe Geschwister, hat Allah Ta'ala für uns in seinem ewigen Wort festgehalten, in der zweiten Sure, der 129. Vers. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Unser Herr schicke zu ihnen. Er redete über die Zeit, die nach ihm kommen wird. Schicke ihnen einen Gesandten von ihnen selbst, aus diesem Volk selbst, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie reinigt. Der ihnen vom Buch verliest und das Buch und die Weisheit lehrt. Und du bist der Allmächtige und der Allweise. Und dieses Bittgebet hat Allah Ta'ala erfüllt, liebe Geschwister. Dieses Bittgebet hat Allah Ta'ala erfüllt, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und im Koran ist über die Erfüllung dieses Bittgebets weiterhin gesprochen worden. Und zwar in derselben Sure. Wo waren wir, in welcher Sure waren wir? Wir waren in der zweiten Sure, der 151. Vers. Dort heißt es: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. So, wie wir zu euch einen Gesandten von euch geschickt haben, Allah Ta'ala spricht nun. Der vorherige Vers war das Bittgebet von Ibrahim alaihi salam, der euch unsere Worte verliest und euch läutert und euch die Schrift und die Wahrheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Ist einem von euch etwas aufgefallen? Worum bat Ibrahim alaihi salam? Hört gut zu. Sein Bittgebet war: Schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Worte verliest. Die Worte werden verlesen. Und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie reinigt. Diese drei Dinge. Und was sagte Allah Ta'ala in Bezug auf das erfüllte Bittgebet? Wir haben zu euch einen Gesandten geschickt, der euch unsere Worte verliest und euch läutert, euch reinigt und euch die Schrift und die Wahrheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Die Weisheit lehrt, die Schrift und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr zuvor nicht wusstet. Ibrahim alaihi salam, in seinem Bittgebet war die Lehre vom Buche Allah Ta'alas und der Weisheit, wiedergegeben von den Koran-Kommentatoren auch mit der Sunna, zuerst erwähnt und danach bat Ibrahim alaihi salam darum, dass dieser Gesandte auch die Herzen der Menschen reinigt. Die Herzen seiner Gefolgschaft reinigt. Aber Allah Ta'ala, er setzte die Reinigung der Herzen noch vor der Lehre des Buches und noch vor der Lehre der Weisheit. Allah erfüllte das Bittgebet. Aber die Betonung liegt auf die Reinigung der Seele, liebe Geschwister. Die Betonung liegt auf die Reinigung der Seele. Wir müssen uns verstehen, wenn wir uns reinigen wollen. Woraus setzt sich so ein Mensch zusammen? Was sind seine Einflüsse? Zunächst einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Menschen wie Edelmetalle sind und die besten von ihnen vor dem Islam sind auch die besten von ihnen nach dem Islam. Also nachdem sie den Islam angenommen haben. Das heißt, man hat gewisse Dinge, die sind einem mitgegeben worden. Der Prophet sagte auch sallallahu alaihi wasallam,
zu einem der Prophetengefährten, Ashaj war sein Name gewesen, radiallahu anhu, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein. Er sagte, du hast zwei Eigenschaften, die Allah Ta'ala liebt. Großzügigkeit und Geduld. Und Ashaj, er fragte, und das ist ein authentischer Hadith, der in Sahih Muslim festgehalten ist, und der vorherige Hadith, der über die Menschen als Edelmetalle spricht, ist auch von Imam Muslim dokumentiert worden. Ash-Shawkani hat auch eine weitere Überlieferung zu diesem Thema, die auch authentisch ist, wo Ashaj den Propheten fragt, sallallahu alaihi wasallam, ist es etwas, was ich mir selbst angeeignet habe, diese Großzügigkeit und die Geduld? Oder sind das Gaben, die Allah Ta'ala mir mitgegeben hat? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Es ist Allah, der dir diese Eigenschaften, der diese Eigenschaften in deine Natur hineingelegt hat. Das heißt, wir haben gewisse Dinge, die sind uns einfach mitgegeben. Wir können sie nicht loswerden. Wir können aber versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Stärken können wir entwickeln und unseren Mitmenschen zur Verfügung stellen. Und bei den Schwächen müssen wir aufpassen, uns davor schützen und auch unsere Mitmenschen davor schützen. Dann die Eltern. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass jedes Kind wird geboren im Zustand des Islams. In der Fitra, in der natürlichen Veranlagung. Und dann sind es die Eltern, die aus diesem Kind einen Christen machen oder einen Juden machen oder einen Anhänger von einer anderen Religionsgemeinschaft. Dieser Hadith ist auch festgehalten von Bukhari und von Muslim. Das heißt, unsere Eltern sind ein Faktor in unserer Persönlichkeitsbildung. Und da wird es schon schwierig, stimmt's? Weil auf sich selbst kritisch schauen, fällt einem vielleicht sogar noch leichter, als Eltern zu kritisieren. Ja? Dass man schaut, oh, Papa, sehr guter Mann. Die Mama, oh, sehr aufopferungsvoll, sehr liebevoll. Aber dort und dort gibt es Dinge, da muss ich aufpassen, dass dies nicht auch ein Teil meiner Persönlichkeit wird. Weil ansonsten gebe ich diesen Fehler weiter. Sehr schwierig schon mal. Und weiterhin auch die Gesellschaft. Das Volk, in dem man hineingeboren wird. Oder eben seinen Umgang, den man täglich pflegt. Amr ibn al-As, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, der geehrte, weise, sehr begabte Prophetengefährte, der später auch sehr viel Verantwortung für die muslimische Gemeinde getragen hat. Er hält eine Beobachtung fest seinerseits, die Imam Muslim festgehalten hat. Er sagte, bezogen auf die Römer, er sagte drei Dinge in Bezug auf Konfliktmanagement, dass die Römer sehr gut mit Konflikten umgehen können, mit Prüfungen, mit Schwierigkeiten. Und weiterhin sagte er, dass sie sich sehr gut um die Schwachen in ihrer Gesellschaft kümmern und dass sie die Ungerechtigkeiten ihrer Herrscher weniger dulden. Ja, das waren drei beziehungsweise fünf Eigenschaften als soziologische Beobachtung. Nicht, dass man jetzt sagt, ja, alle Römer sind so oder alle Römer sind zu allen Zeiten so, sondern das war eine Beobachtung seiner Zeit. Und daraus entnehmen wir auch, liebe Geschwister, wir sollen auf die anderen, sei das innerhalb der muslimischen Gesellschaften und Kulturen oder außerhalb, wir sollen auf die anderen schauen. Was können wir von den anderen lernen? Es kamen Menschen zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann kam zu ihm und sagte, dass er coitus interruptus mit seiner Frau pflegt. Das heißt, er hat keinen Höhepunkt, der in dem Sinne eine Zeugung mit sich bringen könnte. Mehr will ich nicht ins Detail gehen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, warum machst du das? Und er sagte, aus Barmherzigkeit unserem Kind gegenüber. Er wollte nicht, dass seine Frau schwanger wird, während sie noch ein vorheriges Kind stillt. Ja, weil damals in der arabischen Gesellschaft war das so verbreitet, dass eine Frau zuerst das Kind entwöhnen soll, also nicht mehr
stillen soll, keine Milch mehr zum Trinken geben soll, aus ihrer Brust, und danach nochmal schwanger werden soll. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, aber die Römer praktizieren dies auch, ohne dass es ihnen geschadet hat. Seht ihr, dies kommt vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Dass man auf andere Gesellschaften, auf andere Völker auch achtet. Alhamdulillah. Das heißt, die Gesellschaft beeinflusst einen, wo man so aufwächst, von wem man sich so prägen lässt. Aber, Ibn al-Qayyim erteilt die Charaktereigenschaften eines Menschen in zwei Teile ein. Er sagt das, was wir bereits thematisiert haben, was Allah Ta'ala den Menschen so mitgegeben hat, was auch nicht zu leugnen ist. Es gibt Menschen, die werden sehr schnell sehr wütend, ja? Und es gibt Menschen, denen fällt es schwierig, denen fällt es schwer, wütend zu werden. Sie wissen, sie sollten eigentlich wütend werden, aber irgendwie, ja, sie werden nicht wütend. Ja? Es sind gewisse Dinge, die einem mitgegeben sind. Und er sagt, aber die andere Sorte von Menschen, von Eigenschaften der Menschen, ist das, was man sich erwirbt. Und worauf fußte er seine Beobachtung, beziehungsweise sein religiöses Verständnis? Auf den Worten von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wer immer sich zurückhaltend verhält, ja, also der versucht zu entsagen, dem wird Allah Ta'ala auch das Betteln ersparen. Und derjenige, der sich um Geduld bemüht, dem wird Allah Ta'ala auch die Kraft dazu geben, geduldig zu sein. Das heißt, das, wo man sich anstrengt, und er sagte, Ibn al-Qayyim, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, die Eigenschaften, die man sich aneignet, wenn man darauf beharrt, dann werden sie fast so stark, oder sie werden wie die eigene Natur. Fast wie die eigene Natur. Obwohl es einem eigentlich nicht mitgegeben wurde, aber es wird Teil der Natur des Menschen. Und da sind wir nun gefragt, liebe Geschwister. Jeder muss sich betrachten und sagen, wer bin ich? Was habe ich mitgegeben bekommen von Allah Ta'ala? An Stärken oder an Schwächen oder an Eigenschaften, die ich schwach nutze. Ja, zum Beispiel jemand, der wütend wird. Ja, es ist an sich nicht eine schlechte Eigenschaft. Nur wann wirst du wütend und wie gehst du mit dieser Wut um? Wir müssen auf unsere Eltern schauen, auf unsere Familie schauen. Gerade eben, vor knapp 10 Minuten, habe ich mit einem Bruder gesprochen, der gesagt hat, er kann nicht mehr in seiner eigenen Familie Geschäfte machen, weil sie beharren darauf zu betrügen. Und deswegen geht er raus aus diesem Familiengeschäft, weil er vieles versucht hat und sie wollten nicht hören. Ja, das heißt, er nimmt dort Abstand. Nicht von der Familie, aber vom Geschäftemachen mit der eigenen Familie. Vom gemeinsamen Geschäftemachen mit der eigenen Familie. Und es sind keine leichten Aufgaben, auf Papa zu schauen, auf Mama zu schauen, Oma, Opa, die Tanten, die einen mitgeprägt haben, miterzogen haben. Wir tun es aber nicht, um sie zu verurteilen, sondern wir gucken auf uns. Ja, wenn wir beispielsweise, wir sind frisch verheiratet oder wir wollen heiraten oder wir haben frisch ein Kind bekommen und auf einmal merken wir verhalten uns so, wie unsere Eltern sich uns gegenüber verhalten haben, was wir damals aber nicht ausstehen konnten. Wo wir uns vielleicht damals auch geschworen haben, so werde ich niemals werden. Niemals werde ich meine Hand erheben oder niemals werde ich anschreien oder niemals werde ich bestrafen, indem ich einfach, keine Ahnung, wegsperre oder. Auf einmal merkt man, oh, das sind Dinge, die passieren quasi automatisch. Warum? Man hat sie jahrelang quasi miterlebt. Und da muss man einen gesunden Abstand nehmen. Sagen, oh Allah, bitte helf mir, dass ich das Beste von meinen Eltern, von meiner Familie, von meinen Freundinnen mitnehme, aber mich auch davor bewahre, die schlechten Eigenschaften mit aufzunehmen. Abu Dharr, einer der geehrtesten Prophetengefährten, liebe Geschwister, kommt in vielen Begebenheiten vor. Eines Tages gab es eine Situation und er fing an, jemanden zu beleidigen. Ja, und bezog auch die Familie der Person mit ein. Und das wurde gegenüber dem Propheten erwähnt, sallallahu alaihi wasallam. Und er bestätigte erstmal, dass dies auch so vorgefallen ist. Und er sagte, O Abu Dharr, in dir ist Jahiliyyah drin. Und er sagte,
obwohl ich schon in einem so hohen Alter bin, hat wie gesagt vieles mitgemacht, liebe Geschwister, für die Religion, vieles aufgegeben, sich stark eingesetzt, viele Opferungen auf dem Weg Allahs gelassen. Und er sagte immer noch, o Gesandter Allahs. Das heißt, keiner von uns sollte sich schämen oder sollte denken, er selbst hat es nicht nötig, wenn sogar über so geehrte Prophetengefährten ein so ehrliches Wort vom Propheten gesprochen wurde, sallallahu alaihi wasallam. In dir ist Jahiliya drin. Ja, also Eigenschaften, unislamische Eigenschaften. Dinge, die eigentlich einem Muslim, der den Islam kennengelernt hat, nicht würdig sind. Und das ist auch bei uns selbst zu beobachten, liebe Geschwister. Wir selbst, wir spüren es. Ja, wir greifen die Religion neu auf, ja, die wir vielleicht in der Jugend vernachlässigt haben, oder wir lernen den Islam neu kennen, als neue Muslime auch lieben. Aber wir spüren, in uns sind Dinge drin, die sind nicht ganz islamisch. Und davor sollte man nicht weglaufen, liebe Geschwister, auch wenn es schwierig ist, gerade an diese negativen Punkte zu gehen und zu sagen, ich möchte mich verändern. Und das ist nicht leicht. Eines Tages, diejenigen, die am meisten für den Islam getan haben, ja, die Muhajirun und die Ansar, die im Koran auch bei diesem Namen erwähnt werden und wo Allah Ta'ala auch sagt, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind zufrieden mit ihm. Selbst sie haben diese Prüfung gehabt, liebe Geschwister. Eines Tages gab es eine gewisse, ja, es kam Streit und auf einmal hat einer der Muhajirun gesagt, vielleicht war es auch einer der Ansar zuerst, er rief seine Leute, o Ansar! Und derjenige, mit dem er gestritten hat, er rief die Muhajirun, o Muhajirun! Im Sinne von, kommt, helft mir, ich habe hier Probleme. Ja? Und der Prophet, als er davon mitbekommen hat, hat er gesagt, das passiert, während ich noch anwesend bin? Solche Rufe der Unwissenheit, der Jahiliya? Das heißt, dass die Edelsten der Edlen, liebe Geschwister, sie hatten diese Prüfung gehabt, weil das menschlich und natürlich ist. Dir sind gewisse Eigenschaften mitgegeben. Deine Eltern konntest du dir auch nicht aussuchen. Das Volk auch nicht, in dem du hineingeboren wurdest. Die Menschen, die dich geprägt haben. Und in Zeiten der Prüfung kommt dies raus, liebe Geschwister. Kommt diese Programmierung auf einmal zutage. Und du musst damit umgehen. Wie gehst du damit um? Und das ist sehr schwierig, weil das bedeutet, sich im Spiegel betrachten zu müssen, seine Charaktereigenschaften im Spiegel betrachten zu müssen, Kritik anzunehmen, Kritik haben zu wollen. Wie man so schön sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ohne Selbsterkenntnis gibt es auch keine Besserung. Es ist der erste Schritt. Und wie bei vielen Dingen, liebe Geschwister, ist der erste Schritt auch der schwierigste Schritt. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und wir haben bereits letzte Woche darüber gesprochen, Allah Ta'ala hat in der 9. Sure im 102. Vers festgehalten, dass diejenigen, die ihre Sünden zugeben bei Allah, sie haben eine Garantie. Die Garantie, dass Allah Ta'ala ihnen vergeben wird. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ Allah Ghafur wa Rahim. Und andere, die ihre Sünden bekennen, sie haben gute Taten mit schlechten Taten vermischt. Und sicherlich wird Allah Ta'ala ihre Sünden vergeben. Allah ist der Vergebende, der Barmherzige. Andere, die ihre Sünden bekennen, die bekennen ihre Sünden. Da ist eigentlich noch gar nicht drin, dass sie Gutes getan haben. Aber Allah sagt, sie haben Gutes mit Schlechtem vermischt. Warum? Weil allein dein Zugeben von der Sünde bereits eine gute Tat ist. Und dann kann man schon sagen, das Gute wurde mit dem Schlechten vermischt. Seht ihr, wie wertvoll diese Eigenschaft ist? Und eins muss ich auch in unsere Gemeinden hinein selbstkritisch sagen. Wir haben so oberflächliche Kategorisierungen. So Einteilungen entwickelt. Ja, es gibt Menschen, die nach außen hin sehr religiös aussehen,
Und die werden gleich in die erste Liga eingestuft. Und dann gibt es Menschen, die das vielleicht weniger im Äußeren erkennbar werden lassen. Und die kommen dann nicht in die zweite, sondern erstmal so in die vierte, fünfte Liga. Ja? Und das ist ein großes Problem. Eines Tages, das ist wirklich passiert, jemand in der Hajj, er hat seine Gebetswaschung bei der Umrundung, beim Tawaf verloren. Und da war jemand, der sehr religiös und gelehrt aussah. Und er fragte ihn, ich habe jetzt meine Gebetswaschung verloren. Ich bin in der fünften Runde. Was soll ich machen? Der Mann sagte, also mir fällt nichts anderes ein, als dass du die fünf Runden nochmal zurückläufst. Ja? Also wo du machst, erstmal zurücklaufen, wo du machen und dann nochmal von vorne anfangen. Ja? Und das kommt, wozu führt das? Das führt, dass diejenigen, die vielleicht in den Äußerlichkeiten nicht so stark sind, sie fühlen sich wie Muslime dritter, vierter, fünfter, sechster Klasse in den Moscheen und deswegen meiden sie diese Runden, meiden das religiöse Leben, das organisierte muslimische Leben, weil sie wollen, ja, sie wollen nicht in dieser Erniedrigung leben. Und auf der anderen Seite diejenigen, die die Äußerlichkeiten, ja, darauf Wert legen, Alhamdulillah, was auch wichtig und schön ist. Nicht, dass man mich falsch versteht. Also das, was man äußerlich wahrnehmen, was äußerlich wahrnehmbar ist. Sie denken, oh, mashallah, und schauen nur auf die anderen mit einer Selbstüberhöhung, mit einer Arroganz. Und das hat uns, liebe Geschwister, viel gekostet. Sehr viel gekostet. Nämlich eine Gemeinde. Und die Kraft der Einzelnen, wenn sie zusammenwächst in einer Gemeinde. Von denjenigen vielleicht, die ihre Schwierigkeiten haben, äußerlich erkennbar. Aber sie sind weggeekelt. Und wenn wir auf das Leben der Prophetengefährten schauen, liebe Geschwister, wir werden feststellen, sie alle haben, ja, sie waren alle Mu'minun. Sie haben alle für den Islam etwas getan, wie es in der 49. Sure auch festgehalten ist. Ja, sie haben alle von sich gegeben, von ihrem Geld, von ihrer Gesundheit, sogar ihr Leben, ja, von ihrer Zeit, von der wertvollen Zeit. Alle waren Mu'minun gewesen. Aber einige haben auch Schwierigkeiten gehabt. Und ich kann verstehen, warum einige Gelehrte diese Probleme zurückhalten. Weil sie wollen nicht dieses Bild des Prophetengefährten in den Herzen der Menschen zerstören. Aber Schwierigkeiten bauen darauf auf. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass es auch Prophetengefährten gab, die haben Sünde begangen. Das ist sahih überliefert. Wichtig zu wissen, dass es Prophetengefährten gab, die ein Problem mit dem Stehlen hatten. Nicht nur ein oder zweimal gestohlen haben, sondern das war eine Angewohnheit. Wichtig zu wissen, dass es Prophetengefährten gab, die haben mit dem Alkohol Probleme gehabt. Und das ist alles authentisch festgehalten. Aber sie haben ihre Sünde zugegeben. Sie haben gemerkt, sie haben eine Schwierigkeit. Und sie haben dagegen angekämpft. Und sie wurden in der Gemeinschaft auch unterstützt. Und der Prophet hat auch dafür gesorgt, sallallahu alaihi wasallam, dass sie Teil der Gemeinde sind und dass sie auch unterstützt werden. Wir kennen vielleicht die authentisch festgehaltene Geschichte von dem Prophetengefährten, der öfters wiederholt angetrunken in der Öffentlichkeit aufgefunden wurde. Und einer, der es nicht ganz verstanden hat, gesagt, ah, Allah Ta'ala möge dir nicht vergeben. Und der Prophet sagte, stopp, also sinngemäß jetzt. Sag dies nicht, helf nicht dem Scheitan gegen ihn. Und subhanallah, diejenigen, die Sünden äußerlich erkennbar werden lassen, wenn wir sie von den Moscheen wegekeln, wir helfen dem Scheitan gegen diese Geschwister. Aber die viel für die Gemeinde geben könnten. Und er sagte, denn wahrlich, er liebt Allah und seinen Gesandten. Er liebt Allah und seinen Gesandten. Ja, was einmal zusammengewachsen ist, das ist schwer wieder loszuwerden, gell? Khair inshallah. Er liebt Allah und seinen Gesandten. Das heißt, derjenige, dem wir nicht geholfen haben gegen den Scheitan, er sitzt vielleicht irgendwo zu Hause, er sagt, nee, ich gehe nicht in die Moschee, weil, keine Ahnung, ich bin tätowiert oder habe Ohrringe oder habe Ohrlöcher oder habe nicht die passende Kleidung oder wie auch immer. Ja? Wir haben dem Scheitan gegen diese Person geholfen. Aber diese Person soll wissen, dass auch sie Allah Ta'ala und seine Gesandten lieben kann.
und dass auch sie einen wertvollen Beitrag für die Gemeinde geben kann. Und dass auch sie eine Gemeinde finden sollte, die sich um diese Menschen kümmert. Und sie aufnimmt. Nicht die Sünde gutheißt, aber die sagt, komm, lass uns was Gemeinsames machen. Ja, wir helfen bei der bedürftigen Speisung. Wir machen viele Dinge, die viele Moscheen auch anbieten, gemeinsam. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eine andere Sache, liebe Geschwister, was weiß das richtige Mikro hier oder da? Hier wahrscheinlich. Hilfe suchen. Und man sollte sich nicht schämen. Heute, ich habe auch wieder dieses Gefühl gehabt. Ich musste meine Haare waschen, ja, bevor ich hierher komme. Und war unterwegs und war noch nicht zu Hause gewesen. Ich komme gerade aus dem Ausland. Und dann sehe ich dieses Anti-Schuppen-Shampoo. Aber dann denke ich mir, wenn ich das Anti-Schuppen-Shampoo kaufe, ist irgendwie peinlich, gell? Dann zeigt man, dass man damit ein Problem mit Schuppen hat, gell? Und so geht es uns auch mit unseren Sünden. Wir wissen, wir haben ein Problem. Wir wissen, wir können es alleine nicht lösen. Aber wenn wir schon beim Anti-Schuppen-Shampoo Probleme haben, dann erst recht werden wir uns schämen und Probleme damit haben, über unser Problem zu sprechen, wenn es um Sünden geht. Aber schaut auf die muslimische Gemeinde. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam betrachtet ihn nun als Psychologen, als Onkel, als Sozialarbeiter. Ja, er hat verschiedene Rollen eingenommen, wie die Rechtsgelehrten Ibn Ashur und andere Al-Qarafi festgehalten haben. Betrachtet ihn in dieser Rolle. Ein junger Mann kommt zu ihm, und das ist authentisch, und sagt, O Gesandter Allahs, erlaube mir, weil er hat ein Problem damit, er sagt, erlaube mir, dass ich Unzucht begehe. Und diejenigen, die um ihn herum waren, einige von ihnen, sie wurden wütend. Weil natürlich geht es auch um ihre Schwestern, um ihre Töchter und um ihre Ehefrauen und, ja? Und klar wird man da wütend. Und er sagte, lasst. Und er redete mit dem jungen Mann. Und wir kennen die Geschichte, er sagte, wünschst du dir so etwas für deine Tochter, für deine Schwester, für deine Mutter, ja, für die Tante mütterlicherseits, für die Tante väterlicherseits. Und der Junge, er begann zu verstehen. Und dann sprach der Prophet Mohammed zusammen ein Bittgebet für ihn. Er legte seine Hand auf seine Brust und sprach ein wunderschönes Bittgebet für ihn. Und subhanallah, der Verstand, er war bedient und das Herz war bedient. Was eine Berührung bedeuten kann. Kennt ihr diese Berührung von der Mutter, wie sie einen umarmt oder wie sie einen küsst oder vom Vater, ja? Wenn er einem auf die Schulter haut oder auf den Rücken und sagt, hast du gut gemacht? Ja, das sind Dinge, wir spüren eine Heilung in uns drin. Und der Junge, er stand auf. Und er hat das nicht mehr gewollt. Er war geheilt, subhanallah. Und das ist nicht nur ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister. Das ist noch in der Umma da. Wenn du Hilfe suchst, bei denjenigen, die helfen können, denen Allah Ta'ala diese Gabe gegeben hat, du kannst befreit werden von dem, was du dir angeeignet hast an Sünde. Oder von dem, wo du eine Vorveranlagung hast, eher diese Sünde zu begehen, anstatt eine andere Sünde zu begehen. Und das ist für uns wichtig in dieser Zeit, liebe Geschwister, weil in uns ist Jahiliya. In uns, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, ja, von den Nationen, von denen wir vielleicht kommen, oder nicht Nationen, aber Völker, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und da, inshallah, werden wir in Zukunft mehr und mehr anpacken. Und Allah Ta'ala möge uns nach und nach uns befreien, inshallah. Noch ein guter Tipp. Jetzt schon haben einige Hajj-Organisationen nur noch begrenzte Plätze frei. Nehmt euch vor, die Pilgerfahrt zu machen. Denn während der Pilgerfahrt und in Mekka und in Medina passieren Dinge mit euch, die ihr niemals hättet kontrollieren können.
Und das bezeugt jeder einzelne Pilger, liebe Geschwister. Malcolm X, der dorthin gegangen ist, mit einem Hass auf Weiße. Er konnte selbst nicht erklären, was passiert ist. Aber er kam zurück und er war davon geheilt. Suchen wir, ja, und es ist eine der 5 Säulen, liebe Geschwister. Und es gibt auch Gelehrte, die sagen, dass die kleine Pilgerfahrt eine Verpflichtung ist und keine freiwillige. Ja? Unabhängig davon, wir suchen diesen Weg. Und wenn wir die große Pilgerfahrt uns nicht leisten können, gibt schon, ja, wer Geduld hat oder Geduld üben möchte, ja, kommt schon für 700, 800 Euro hin. Nehmt euch dies vor. Lasst uns an dieser Stelle Allah Ta'ala anflehen und ihn bitten, wie wir zuvor noch niemals gebeten haben. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte vergebe uns, bitte helf uns, dass wir unsere Seelen reinigen, bitte helf uns, dass unsere Herzen sich vereinigen, O Allah, in der muslimischen Gemeinde. Bitte lass uns unsere 5 Gebete lieben, O Allah, und in der richtigen Zeit verrichten. Und wenn wir mal vergessen sollten oder verschlafen sollten, was menschlich ist und was mal passieren kann, dass wir sofort dieses Gebet nachholen und bereuen, O Allah. Und helf uns, dass wir Befreiung bekommen von allen Unterdrückungen, O Allah. Und heile unsere Kranken und erfülle die Bedürfnisse der in Not geratenen, O Allah. Verheirate die Unverheirateten unter uns. Segne unsere Familien, O Allah. Beschütze unsere Kinder, beschütze uns insgesamt, O Allah. Schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir allein dir dienen dürfen. Und lasse uns ein Werkzeug deiner Rechtleitung sein. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.